Smart Home ist für mich die Vernetzung intelligenter Gegenstände und Infrastrukturen in einem Haus. Und ich verspreche mir dadurch sehr viel Komfortgewinn für mich als Person und natürlich auch für alle zukünftigen Bewohner eines Smart Homes. Smart Home ist ein sehr vielschichtiger Begriff. Erstens, das Haus verwaltet sich selbst, das heißt seine Bedürfnisse in Bezug auf Energienutzung, Energieeffizienz, auf Wartung wird selbst erkannt und wahrgenommen. Es gibt für den Bewohner nichts zu tun. Zweitens, das Haus erkennt auch die Bedürfnisse der Bewohner in gewissen Bereichen. Es unterstützt ihn. Gerade bei der älteren Bevölkerung ist das ein sehr wesentliches Element. Kein Mensch wird längerfristig heute ohne Strom leben. Das wird genauso mit der Digitalisierung sein. Aber ich glaube, dass wir in Kenia das Ich glaube, die Bank hat wesentliche Funktionen. Erstens natürlich wieder als Finanzierer. Vernetzung wird immer teuer bleiben, sie wird teurer werden, weil Bandbreiten größer werden, weil Anforderungen höher werden. Das Ganze wird von Convenience getrieben und die Bank kann hier über gute Finanzierungslösungen auch den Fortschritt der Technologie und der Objekte unterstützen. Das zweite Element ist aber auch der ganze Beratungsaspekt. Ich glaube, die Kunden können nicht alle dieser Technologisierung folgen und es ist für die Bank doch auch eine wesentliche Beratungsleistung, dem Kunden sagen zu können, was für ihn sinnvoll ist und was nicht. Wir haben diese Studie mit dem GDI zum Thema Smart Home lanciert, weil uns das Thema sehr stark interessiert und betrifft. Einerseits haben wir sehr viele Firmenkunden, die wir bei Raiffeisen betreuen, die unter anderem natürlich in der Baubranche tätig sind. Und wir haben heute gesehen im Rahmen der Studie, dass die Baubranche sehr stark betroffen sein wird vom Thema Smart Home. Das zweite Thema ist sicher das Beratungsgespräch mit unseren Kunden. Wir sind der größte Immobilienfinanzierer der Schweiz. Es wird ein Thema sein, da bin ich davon überzeugt, im Kundengespräch. Es werden Fragen gestellt und wir müssen die passenden Antworten haben. In diesem Sinne ein Thema, das uns stark betrifft, das Freude macht, das begeistert und bin davon überzeugt, dass das Thema mit heute nicht beendet ist, sondern weitergehen wird.